Wir machen heute das Interview mit dem Herrn Bauer, Herrn Aasen und Herrn Klosterhuber. Okay, wie alt sind Sie? Ich jetzt gleich? Ja, Ja. gut. 32? Okay. Ich bin 28. Und ich bin auch 28. Haben Sie eine Freundin oder Frau? Nein? Eine Freundin habe ich ja. Ich habe auch eine Freundin, ja. Haben Sie Kinder? Nein? Nein. Ja, ich habe einen Sohn, der heißt Benjamin und ist 5 Jahre alt. Okay. War schon immer der Beruf Lehrer ein Traum? Also ich eigentlich ja. Also ich bin gerne Lehrer. Ich habe von relativ früh schon gemerkt, dass das was für mich ist. Und habe auch eigentlich keine großartigen anderen Wünsche gehabt. Bei mir ist es erst ein bisschen später gekommen, in der Berufsoberschule dann erst. Und selber als Schüler wollte ich eigentlich Förster oder Geologe werden. Okay. Und bei mir ist es auch ums Abitur drumherum gekommen. Also ich bin von einem Lehrer angehalten worden, doch auch Lehrer zu werden, weil es passt irgendwie. Okay. Was unterrichten Sie? Ich habe die Fächer Deutschgeschichte. Ich unterrichte Mathe, Physik und Sport. Und ich Mathe und katholische Religionslehre. Warum haben Sie sich entschlossen, Lehrer zu werden? Weil es mir Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten, den Kindern was beizubringen und insbesondere auch geschichtliche Zusammenhänge zu verstehen. Ja, eigentlich aus denselben Gründen, genau. Und speziell die Fächer Physik, Mathe habe ich im technischen Beruf erst kennengelernt, erst richtig. Und da hat es mir dann richtig Spaß gemacht. Und dann in Verbindung mit den Kindern habe ich mir gedacht, Lehrer ist das Richtige. Bei mir eigentlich das Gleiche. Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen. Und ja, wenn ich mir so überlege, so ein Job an einem Fließband in irgendeiner großen Firma, wo man einfach den ganzen Tag denselben Arbeitsschritt macht, das ist mir persönlich zu wenig. Und dementsprechend wollte ich auch arbeiten, wo man jeden Tag was Neues lernt. Und Mögen Sie Ihren Beruf? Ja, ganz klar. Ja. Woher kommen Sie? Ich komme aus Oettingen, das ist ungefähr 3 Stunden weg von hier in nördlichen Schwaben. Ich komme aus Fürstenzell bei Passau, nicht so weit weg. Und ich aus Künzing, bei Osterhofen. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ich spiele gern Tennis, ja, war jetzt auch lange Zeit im Verein, geht aktuell nicht, aber sobald ich wo angekommen bin, geht es wieder in den Tennisverein. Ich mache auch in der Freizeit viel Sport und ja, vor allem bin ich gerne in den Bergen, also im Winter auch Skifahren, aber auch Fußball gefällt mir sehr gut. Ansonsten lesen, aber auch Serien schauen. Genau. Bei mir ist auch das Hobby Fußball und Tischtennis. Tischtennis in letzter Zeit ein bisschen mehr. Ansonsten schaue ich gerne Filme, spiele gerne PlayStation 4 und ja, sowas in der Richtung. Wie reagieren Sie auf Kritik von Führungskräften oder Mitarbeitern? Ich nehme die Kritik an, ich höre mal die an, wenn sie begründet ist, kann ich dran arbeiten. Wenn nicht, muss ich auch nicht dran arbeiten. Ja, es ist immer wichtig, auf Kritik richtig zu reagieren und das anzunehmen. Verbesserung gibt es immer. Von dem her ist es wichtiger. Ja, ich sehe das auch so, konstruktive Kritik auf jeden Fall ist man dann angehalten. Also wenn man das selber auch erkennt an einem, dass da was nicht so gut gelaufen ist und dann kann man die Kritik natürlich wahrnehmen, aber man muss auch aufpassen, man muss nicht alles gefallen lassen, glaube ich. Wo sehen Sie die Grenzen jedes Schülers? Inwiefern? Welche Grenzen? Ja, also wenn jetzt irgendetwas Scheiße baut oder so, wo die größten Grenzen sind halt im Also es kommt Unterricht. ganz darauf an, was das ist. Ja, also ich habe am Anfang des Schuljahres Regeln klar formuliert und wer dagegen verstößt, der hat mit Strafen zu rechnen. Also ich bin der Meinung, im Unterricht soll mal auch richtig gelacht werden, mindestens einmal in der Stunde. Und das ist völlig in Ordnung, finde ich völlig gut, aber dann müssen die Schüler auch wieder ernsthaft sein, wenn es funktioniert. Gibt es keine Probleme nicht. Ja, und ich habe einen relativ langen Geduldsfaden, würde ich sagen. Aber wenn der gleiche Schüler kontinuierlich immer stört, dann reißt er auch bei mir irgendwann der Faden und dann werde ich auch mal ein bisschen lauter. Ansonsten Beleidigungen gehen natürlich auch überhaupt nicht. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um sich richtig an unsere Schule, Mitarbeiter und Schüler zu gewöhnen? Ich glaube, das geht relativ schnell, weil man natürlich in einem super netten Team ist.
netten Kollegium, die Schüler ganz nett sind, überwiegend. Und ja. Ja, ich würde sagen, vor allem an der Schule geht es sehr schnell. Ich bin auch der Meinung, ich bin, fühle mich recht wohl hier. Okay. Was war an unserer Schule Ihre schlimmste Unterrichtsstunde? Gab es bisher eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Hatte ich bisher kein schlimmes Ereignis eigentlich. Vielleicht die erste Sportstunde, wo jetzt die Schüler bzw. ich nicht genau wussten, wo wir uns zunächst treffen. Aber es ging dann alles gut. Vor allem war es jetzt doch nicht so schlimm. Ja, ich habe auch schon mal jetzt auch schon mal das ein oder andere Material vergessen und dann ist so eine Stunde halt auch immer schlechter. Okay, das war die letzte Frage. Okay, Dankeschön. danke. Ja, danke.